Ich heiße Feechen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Ich vermisse Sie, Karl. Sie ahnen ja gar nicht, wie sehr. Ich gebe alles dafür, wenn wir die Uhr zurückdrehen könnten. Ich hatte ein Zuhause, einen liebenden Vater. Wir waren glücklich. Ich war glücklich. Und wusste es nicht einmal. Ja, mit diesen traurigen Worten erstmal herzlich willkommen zurück, liebe Sturmtruppler. Wir sind am Grab von Karl. Es ist sehr traurig. Sie haben mir viel beigebracht, aber darauf war ich nicht vorbereitet, Karl. Ich dachte, wir würden siegen, weil wir im Recht sind. Und ich weiß jetzt, wie falsch ich lag. Was soll ich tun, Karl? Sie töten uns. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt beantworten, aber welche Wahl habe ich? Ich vermisse Sie, Karl. Ich vermisse Sie so sehr. Das Problem ist dann einfach, wenn man Gewalt mit Gewalt beantwortet, entsteht daraus nur noch mehr Gewalt. Bitte tu nichts. Wir wollen dieses Ding nicht benutzen, Marcus. Wir wollen es nicht benutzen. Ich bin absolut dagegen, dass wir es überhaupt benutzen. Wir sind in einer Kirche. Was, entschuldige dich bei Kara und entscheide über Connors Schicksal. Ist das Connor? Nein, erstmal North und North. Hier fangen wir an. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Das ist du egal. Musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. Sie sagen, Sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben Sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Scheiße. Du musst dich entscheiden, Marcus. Ich will die Welt verändern. Aber was immer du wählst... Wir folgen dir. Ich liebe dich, Marcus. Oh.
Es ist traurig, die Möglichkeiten. Wo ist Kara? Ich will bei Kara anfangen. Ja, da ist Kara. Bei ihr fangen wir an. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen, ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Gibt es irgendeinen Punkt in der Geschichte, wo man tatsächlich Alice hätte verlieren können? Ich frage mich das die ganze Zeit, ob es einen Punkt in der Geschichte gibt, wo Alice nicht mehr am Leben ist. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife-Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig. Okay, dann haben wir jetzt nur noch Josh, weil... Ja, Simon existiert ja leider seit dem Stratford Tower schon nicht mehr. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Das ist schön. Das komplette Vertrauen gewonnen auch von ihm. Okay, das ist jetzt etwas, das ich eigentlich nicht machen will. Denn, ja, ich habe Angst. Extrem Angst, dass von hier kann alles passieren jetzt. Es kann einfach alles passieren. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Okay.
Marschiere friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen, oder starte einen Angriff auf die Lager, um die Androiden zu befreien. Wir waren die ganze Zeit friedlich. Und ich möchte jetzt nicht damit anfangen, hier aggressiv zu werden. Deswegen werden wir demonstrieren. Ich weiß. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Wow. Ist das jetzt der alles entscheidende Punkt danach? Hier gibt es noch eine dritte Option, aber die hatte ich gar nicht. Oh. Okay, dann denke ich mal... Keine Ahnung. Josh ist ein Gefährte, North ist in einer Liebesbeziehung, Jericho sind wir der Anführer und die öffentliche Meinung ist eigentlich unterstützend. So. Wir sind dann auf einem heiligen Boden, hier Kirche. Wir haben Connor verschont. Und wir wollen friedlich protestieren. Denn ja, das wollen wir. Was ist das hier für ein Ablauf? Es gibt auch eins für Connor. Wäre das möglich, dass wenn wir Marcus getötet hätten, dass dann Connor als Anführer sich tatsächlich hätte etablieren können? Oder dass das hier komplett anders gelaufen wäre und wir mit Connor... Ich weiß es nicht. Okay.